Hey, ihr Milchschnitte immer nur in der Mitte leerleckenden Zuckertüten. Eigentlich habe ich so langsam die Schnauze von Smartphones voll. Ihr könnt euch sicher denken, warum. Hashtag immer das Gleiche. Aber einen von mir in der Vergangenheit konsequent ignorierten Hersteller will ich mir dann doch nochmal geben. HTC mit dem niegelnagelneuen Fingerabdruck liebenden U12 Plus. Warum gerade das Teil? Nun, bleibt gespannt, denn das erzähle ich euch heute. Direkt aus der Box gibt es verhältnismäßig viel für eure etwa 800 Euro. Neben dem Handschmeichler mit Telefonfunktion findet ihr ein Headset, USB-Kabel, Handykondom, Netzteil und bedrucktes Papier für Do-it-yourself-Origamis. Was man erwähnen sollte, für ein mitgeliefertes Headset schon ein nices Teil. Beim ersten in die Hand nehmen fällt auf, groß. Mit seinen 188 Gramm ist es auch schon für meine Hosentaschen gefährlich umfangreich. Solch dicke Beulen kriegt nicht mal mein eigentlich gut gewachsener... Zumindest hat HTC designtechnisch alles richtig gemacht. Rund ablaufende Kanten, zeitlose, aber auch geile Styles, wie beispielsweise das Translucent, das meiner Meinung nach noch mutiger hätte sein können, und keine Notch. So blöd das klingt, aber wo jeder inzwischen eine Kerbe mehr oder weniger geil in seine Smartphones prügelt, fühlt sich das wieder heimlich an. Und was bedeutet das? Nun, das Handy ist nicht nur was für urbane Techies, es ist genauso gut auch für den Rest der Welt da draußen gemacht. Denn sollte es mal ins Wasser fallen, keine Bange. Ist IP68 zertifiziert und hat obendrauf noch Lotusblüten-Style wasserabweisende Schutzschicht drauf. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Das kannte ich sonst nur aus der Putzmittel-Teleshopping-Werbung. Geil. Schade nur, dass das 6-Zoll-Display A kein OLED und B zu dunkel ist. Die Darstellungsqualität ist draußen im Schatten oder sonst so, wo man Handys nutzt, wirklich fein und farbecht. Aber in der Sonne mutiert das U12 Plus zu einem teuren Schminkspiegel. Hashtag Baby gefällt das. Videos gucken, durch Timelines im Dark Mode scrollen oder Fotoschießen ist dann doch eher fast schon ein Glücksspiel. Aber vielleicht hat HTC deswegen das sogenannte Edge Sense ins Telefon gestopft. Ja, damit kommen wir ausnahmsweise auch mal ungewöhnlich früh zum Hauptfeature eines Produktes. Man kann das Telefon auf drei Arten befummeln. Ja, in manchen Etablissements kostet sowas jeweils extra. Und ja, ich weiß, ist eigentlich nichts Neues. Gab's beim letzten schon mal. Dieses Mal ist's aber anders. Im umlaufenden Alurahmen befindet sich nun komplett neue, druckempfindliche Technik, die nicht nur das Zusammendrücken des Telefons erkennen, sondern auch punktuelles Drücken und Antippen. Stellt euch das in etwa wie Force Touch beim MacBook vor. Ein vernünftig funktionierender Vibrationsmotor, der beim Drücken das Druckgefühl eines Knopfes simuliert. Fühlt sich also wie Drücken an, obwohl ihr gar nichts drückt. Und ihr könnt penibel genau einstellen, was passieren soll, wenn ihr jeweils irgendwas davon tut. Also zum Beispiel die Fake-Knöpfe an den typischen Stellen drücken, für Lautstärke beispielsweise, den darunterliegenden Rahmen antippen und der Bildschirminhalt wird kleiner, ganz im Einhand-Modus-Style, oder das Telefon zusammendrücken und HTC Alexa oder die Kamera öffnet sich, heiliger Bimbam. Wie schnell man dadurch blind das Telefon für Fotos schussbereit bekommt, ist beeindruckend. Das heißt also, beim aus der Tasche holen, kurz das Telefon knuffen, Foto machen, fertig. Ich find's geil. Auch wenn die Software nicht immer unterscheiden kann, ob's nun drücken, tippen oder ein simulierter Knopf war. HTC? Update bitte. Aber apropos Kamera. Habt ihr mitgezählt? Genau. 4. Vorne 2 mit 8 Megapixel, hinten 2 mit 12 bzw. 16 Megapixel. Gegenüber Apple beispielsweise ist der Weitwinkel der Frontkamera geil. Der Weitwinkel der Hauptkamera gegenüber LG jedoch Pups. Fotos sehen insgesamt aber gut aus. Die Kamera könnte so einiges. Die Kamera-App ist schön üppig. Spielereien wie AR-Sticker, aber auch brauchbare Sachen wie der Pro-Modus oder Videos in 4K 60 FPS sind mit dabei. Sieht jedoch so aus, dass Automatiken immer mal wieder die potente Hardware bremsen. Bei Tageslicht gibt's ein rundes Gesamtpaket, richtig schön ausgewogenes Farbbild, überdurchschnittlich hoher Dynamikumfang und selbst komplizierte Details bleiben ganz gut erhalten. Im Dunkeln ist die Kamera jedoch nicht erwähnenswerter Durchschnitt. Wir sind vom P20 Pro aber auch inzwischen extrem verwöhnt. Features wie 3D-Audio sind zwar geil gedacht, ich wüsste aber bei so einem kleinen und dicht positionierten Mikrofon-Array jedoch keinen qualitativ geilen Einsatzzweck. Dann noch lieber gleich ASMR-Mikrofone. Alle Fotos und Videos findet ihr wie immer unten im verlinkten Google-Fotos-Album. Heutzutage eigentlich nicht mehr erwähnenswert, aber zum Abrunden für euch. Gepowert wird der Spaß von einem Snapdragon 845 mit 6 GB Arbeitsspeicher, 64 bzw. 128 GB internem Speicher und einem 3500 mAh Akku. Heißt, egal was ihr machen wollt, es läuft. Im Optimalfall 2 Tage. Im Schnitt muss das Telefon jedoch jeden Abend an die Steckdose. Der Quick Charge geht sonst zwischendurch auch ganz fix. Tja,
Und sonst so? Nun, das Übliche. WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.0, MicroSD-Slot, wobei ist gar nicht üblich. Und Android 8 mit HTC Sense und natürlich mit Android P Upgrade-Möglichkeit. Also, was heißt das alles zusammengefasst? Wer einfach nur ein grundsolides Telefon zum kräftig zocken, arbeiten bzw. produktiv sein haben möchte, macht mit dem U12 Plus nichts falsch. Denn dieses Stück Technik ist bisher das wohl erwachsenste Telefon von allen 2018. Es ist nicht langweilig, es verzichtet nur auf Spielereien oder fancy neue Features. Im Gegenzug sind nervige Bugs weg und Vorhandenes wie EdgeSense wurde fast schon perfektioniert. Jedoch muss sich HTC klarer positionieren, denn ich glaube nicht, dass das auf Dauer selbst dem härtesten HTC-Fan reichen wird. Und zum Schluss noch mal ein Video mit der Frontkamera, damit ihr sie sehen und hören könnt. Was denkt ihr? Postet es in die Kommentare oder auf Social Media. Ist das neue HTC was für euch? Ist es einfach nur ein weiteres Telefon oder HTCs Revival? Ich bin gespannt auf eure Meinung und ich genieße jetzt Sonne in San Jose.